Okay, das ist die nächste Trick Room Variante mit Regeleki drin. Hier dieses Staka-Taka. Wie halten wir das auf? Ich glaube, da kann ich Fuego Raichu-Lied machen und werde auf jeden Fall den Bizarro-Raum aufhalten können. Das klingt für mich verlockend. Also es sei denn. Er sieht das dann natürlich kommen und macht erstmal Doppelschutzschild oder so. Sind schon immer noch aufpassen. Ansonsten würde ich, ne, wir haben noch Vollhöhner auf Fuego, würde ich Mogelhieb mit Raichu machen. Vollhöhner von Fuego und dann haben wir ja erstmal keinen Bizarro-Raum. Wäre ganz angenehm. Probieren wir es so. Gucci. Staka Taka tatsächlich hier auch noch so ein Ding anscheinend. Das ist bestimmt Palkia und der Pilz, genau. Und das wäre doch angenehm. Also es sei denn, wenn er jetzt mit beiden Schutzschild macht, dann kommt er natürlich noch raus. Wir hätten tatsächlich auch ein Counterplay, wenn wir wenn wir das da wirklich reinlesen wollen, dass er mit beiden Schutzschild macht. Dann könnte ich nämlich Offenlegung plus Verhöhner in Palkia drücken. Das wäre auch nett. Das wäre die nächste Stufe. Weil ansonsten gibt es hier für Hutsasser den Mogelhieb und für Palkia den Verhöhner. Ich denke, er rechnet nicht unbedingt mit Verhöhner. Warum er mit beiden Schutzschild machen könnte, wäre halt einfach, um die Mogelhieb-Runde rumzukriegen. Ja, ist schwierig. So, Offenlegung, Verhöhner, wie gesagt, wäre eine Option, aber es kommt kein Schutzschild, deswegen besser, dass wir hier den Mogelhieb geklickt haben, weil sonst kommt Wutpulver und Verhöhner damit auf Hutsasser und Bizarro-Raum ist da. Deswegen ist doch wunderbar gelaufen hier. So, und jetzt vielleicht anfangen anzugreifen. Ist da irgendwas, was Elektro blockt? Ansonsten gibt es hier den Voltwechsel in den Palkia-Slot. Holen wir Groudon rein, kriegen den Sonnenboost auf Flammenblitz von Fuego und können dann das Hulsasa vielleicht killen. Ansonsten hätte ich vermutlich eher auch nochmal Verhöhner klicken sollen. Jetzt einfach mal davon aus, dass das reicht in der Sonne. Flammenblitz von unserem Fuego hier. Sonst kriegt er natürlich eine Pilzspur raus. Aber es reicht natürlich. Keine Antifeuerbeere oder solche Scherze, dann ist hier alles nochmal wunderbar. So, kommen jetzt Palkia direkt wieder daneben. Ja. Die können halt beide, haben beide Trick Room Optionen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also nochmal Verhöhner ist, denke ich, schon richtig. Die Frage ist, wen von beiden lässt er jetzt Trick Room machen? Und dann ist auch die Frage, was Groudon hier machen will. Vielleicht erstmal einfach einen tanzen. Staka Taka, der kann potenziell auch Wildcard auspacken, macht er hier nicht. Oder vielleicht dann doch lieber angegriffen. Verhöhner kommt auf jeden Fall. Ja, es greift aber an. Mist. Mist.
Hätten wir mal Verhöhner auf Palkia nochmal geklickt. Er macht jetzt einfach Bizarro-Raum. Ja, tatsächlich. Ja, ich dachte halt, er macht es jetzt andersrum, weil wir gerade das Palkia noch verhöhnt haben. Tja, vermutlich wird Palkia riesig jetzt. Wollen wir lieber den Stakataka Mogel heben oder lieber einen Standpauken versuchen rauszukriegen? Das Ding ist plus 1 Steinhagel killt wahrscheinlich Iveltal auch, deswegen kriege ich dann keine Standpauke raus. Das ist auf jeden Fall leider jetzt ein bisschen eklig geworden. Und ich sehe gerade, wir haben das falsche Set auch auf Iveltal gemacht, natürlich. Hier ist die Finsteraura, ist ja Quatsch. Dann habe ich dem Finsteraura gegeben. War ich vorhin scheinbar noch nicht so ganz wach. Finsteraura, was für ein Blödsinn. Braucht natürlich Standpauke. Eventuell. Also wenn Finsteraura, dann beides. Dann Finsteraura und Standpauke. Aber so geht das nicht. Das wäre fast sein wichtigster Move, würde ich schon so sagen. Ja, und jetzt plus 2. Grodon will ich hier natürlich trotzdem riesig haben. Da kommt der Steinhagel. Iveltal lebt. Tatsächlich bleibt das Pike ja klein. Bringt eine Hydropumpe in der Sonne, damit können wir noch leben. Ja, wie gut wäre jetzt Standpauke gewesen? Dann hätten wir das Pike ja schön zugestellt hier mit dem Spezialverteidigungsboost von Dünner Boden. Plus seinen Drop. Das wäre angenehm gewesen. So gibt's halt die Unheilsschwing. Oh, für fast 50% Schaden aber immerhin. Haben wir mal ordentlich Kapier zurückgeholt. Noch in Regeleki. Okay, der ist jetzt nicht so das Problem. Vor allem ist der gerade einfach mal das langsamste Mon. Hab noch Raichu hinten, will ich dann gerade wechseln. Ja, es ist schon verlockend. Andererseits. Habe ich gerade den Boost? Und Regieleki ist ja das langsamste Mon. Also, wenn wir Palkia weg haben, dann ist uns hier eh alles egal. Ich stampfe einfach in Palkia. Was jetzt sicher noch riesig wird, auch wenn es halb tot ist. Ja. Gespannt, vielleicht Lüner Flut jetzt, da müssen wir aber auch leben. Also jetzt mit dem Boost. Ja, knapp, aber wir leben. 14 KP Grodon. Dann gibt es hier nochmal den plus 2 Erdstoß. Tatsächlich reicht das schon. Dann kommen die Schwingen jetzt auf Regieleki. Und es sieht sehr gut aus. Weil wir noch Raichu hinten haben.
Der gewinnt ja quasi automatisch. Kann Wikileaky nicht mehr angreifen. Ja, Ivertal hier auch fast wieder voll und hatte jetzt auch plus 2 in der Spezialverteidigung. Wunderbar. Wahrscheinlich lebt sie jetzt deswegen auch einfach nochmal. Perfekt. So. Können wir gerade einfach nochmal angreifen. Bizarraum ist noch aktiv. Er wird es wahrscheinlich aufgeben. GG. Also ja, in dem Zug, wo er Palkia neben Stakataka stehen hat, ein bisschen verschätzt, da hätte ich Verhöhner auf Palkia nochmal bringen müssen. Dachte, wie gesagt, er wechselt jetzt ein bisschen den Bizarraum-Setter, weil wir Palkia am Anfang da verhöhnt haben. Und wir müssen die Standpauke auf Ivertal zurückholen. Ansonsten hat es hier erst nochmal gepasst, würde ich sagen. GG auf jeden Fall.